had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to? Why don't we go back to? Hi everyone, ich grüße euch zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Wenn ihr gespannt seid, was wir heute so machen, wie so heute unser Alltag am Montag aussieht, die Montagsroutine, so nenne ich es mal. Wenn ihr darauf gespannt seid, dann bleibt jetzt dran. Nach einem kurzen Intro geht's für euch los. Guten Morgen, kann ich noch sagen. Wir haben es jetzt 10:30. Ich habe noch nicht gefrühstückt, denn ich habe erstmal noch ein Video geschnitten für euch. Und heute haben wir Montag, den 16. Ja, ich hasse Montag. Ich hasse Montag einfach. Es ist einfach so. Ich kann es einfach nicht ändern. Ja, ich habe mir jetzt erstmal einen Kaffee gemacht. Und wie gesagt, werde gleich frühstücken. Ab und zu esse ich mal Müsli, mal esse ich Joghurt, mal mache ich mir Porridge, mal esse ich Toast einfach nur. Manchmal esse ich einfach nur Toast mit Margarine und Gurken zum Beispiel. Oder halt einfach so nur mit Margarine oder ein bisschen Marmelade. Das kommt immer ganz drauf an, wie ich da so Bock habe. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch, dass man mal zwischendurch schaut, ob man da irgendwas erkennt, also ein Kaffeebild oder so? Auf jeden Fall sehe ich da. Auf jeden Fall sehe ich da irgendwie so eine Schlange. Und Schlange steht ja eigentlich für nichts Gutes, sondern für Hinterlist und so weiter. Oh, 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 oh. Meine Lieben, unser Rollo ist kaputt und jetzt habe ich es nur noch viel schlimmer gemacht. Jetzt habe ich noch viel mehr rausgezogen. Hier irgendwie kann man das nicht mehr vernünftig hochziehen. Das macht Thomas jetzt immer, weil er hat es auch kaputt gemacht. Deswegen, ja, muss er das dann halt immer hochziehen. Deswegen ist hier halt das Rollo noch unten. Und aber, ja, wir haben es ja noch früh und von daher, das muss er dann gleich machen, wenn er dann aus dem Meeting raus ist. Denn heute ist mal wieder der erste Arbeitstag. Richtig top. Und Montag fällt beides zusammen. Voll blöd. Ja. Ja, ich muss gleich, also ich wollte gleich noch ein Video schneiden, nicht muss, sondern ich wollte gerne noch ein Video schneiden für euch, ein Food Haul. Und die Wäsche muss ich noch machen. Und ja, was man Sonntag, was man Montag alles so macht, ne? Genau, ja. Da bin ich jetzt dann fleißig dabei und nehme euch, wie gesagt, heute so ein bisschen mit. Es ist nicht aufregend, weil wir haben nicht mehr so Termine, weil Schule ist ja im Moment noch nicht. Also wir haben ja noch Ferien, 2 Wochen. Also so Anfang September geht es dann wieder los. Und ein bisschen Zeit haben wir ja Gott sei Dank noch. Und ja, also von daher haben wir noch ein bisschen Ruhe. Kind kann noch sich ausschlafen. Die schläft jetzt natürlich noch. Also schläft immer jetzt so bis 12 Uhr mittags. Das ist halt einfach so, ab einem gewissen Alter. Und wird ja auch schon 14 dieses Jahr, wow. Also wenn ich so frage, wenn ich so in mich reingehe, dann denke ich so, das ging viel, 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 viel zu schnell. Also, eine kleine Pippi wieder haben. Teenager mag ich nicht, die möchte ich gerne umtauschen. Ja. So, ich habe mich jetzt für Brot entschieden. Ich mache das bisschen mit Margarine und Gurken und ja, das so mit Mohn und mit Körnern und ich finde das richtig lecker. Ja, dann mache ich mir jetzt erstmal ein Brot. So, ich habe jetzt mir mein Brot fertig gemacht mit Salatgurke und ein bisschen Kräutersalz und ein bisschen Margarine und ich lasse mir das jetzt schmecken und schneide gerade noch ein Video und danach sehen wir uns dann wieder. Oh, das riecht schon gut. Riecht richtig frisch. Lecker. Ja, schnell. Was ist denn das? Alles mehrere Bücher. Wow, schön. Sind heute angekommen. Endlich. Endlich. Was hat Papa gekriegt? Nee, der macht Karton klein. Ja. Papa hat Wasserfilter für die Kaffeemaschine gekriegt. Du musst gleich das Rollo machen.
Ich habe es noch weiter runter. Ich habe es versucht. Ja. Ja. Habe ich heute angenommen. Mama. Ja. Zeig noch mal. Ja, schön. Da kannst du aber lesen jetzt, wa? Penny, nein, hier bleiben. Sie bleibt doch da, sie guckt. Schön nur. Hier bleiben. Hier. Guck doch nur zu, dass ich wiederkomme. Ja. Ja, nicht schlecht. Das ist eine der Serien, ich werde mir die andere Serie, die noch nicht zu Ende ist, kaufen, die ist schon zu Ende. Da hast du heute aber auch ganz schön was zu lesen. Ja. Die nächsten Tage. Dabei. Aber erstmal habe ich das Spiel zu Ende zu spielen. Richtige Bücher und keine Bilderbücher, ne? Können wir reingucken, wenn ihr wollt. Also das Richtige. Ist das Comic? Ne, richtige richtig Bücher. Zu lesen. Richtig zu lesen hier, wow. Zeig mal langsam. Da wird ja der Kopf. Da seht ihr. Richtig was zu lesen. Wird ja der Kopf wehtun dann. So, ist jetzt kurz nach 12. In der Zeit, wie das halt hochlädt, mache ich dann so ein bisschen Haushalt und saugen, wischen oder Spülmaschine ausräumen, Spülmaschine wieder einräumen, Essen kochen. Und der Hund, der liegt so gechillt da. Guckt euch das mal an. Du bist ja so mega gechillt. Wie süß bist du denn überhaupt? Wie süß bist du denn? Och, meine Penny. So ein süßes kleines Mädchen. So, ich muss jetzt erstmal die Spülmaschine ausräumen. Oh, die ist noch an. genau, und das zeige ich euch ja jetzt nicht, weil, es ist viel zu langweilig, oder? Ja, ich räume jetzt kurz die Spülmaschine aus, dann mache ich die Wäsche und ich kümmere mich hier um dieses Chaos. Morgens sieht es dann immer so hier aus, da steht noch von gestern der Reis und Biomüll. Wie ist das bei euch mit Biomüll? Habt ihr auch so eine Tüte? Also wir finden es ziemlich praktisch, weil das sind extra so Biotüten, die man für die Biotonne benutzen kann. Und hier ist noch das abgewaschene Krams, so Töpfe, Pfannen wasche ich immer so mit Hand ab und Geschirr kommt dann Geschirrspüle rein. Ja, hab dem Kind noch einen Pudding gemacht, da steht noch die Müsli-Schale von meinem Mann. Ja, sowas halt, da, Pudding. Vergesst es. Ich habe mich schon gewundert, warum das hier so weiß ist. Das ist wieder das Salz. Ich weiß nicht, ob mein Mann aus Versehen ein anderes Salz benutzt hat. Das hatten wir schon mal. Und dann sehen die Gläser dementsprechend dann, ich weiß nicht, ob das jetzt so rüberkommt, aber so richtig trüb aus. Ich muss das jetzt noch einmal anstellen. Genau. Dann wird das jetzt Ganze ein bisschen länger dauern, aber ich kann da noch was zupacken. Und dann habe ich das auch gleich erledigt. Na egal, muss ich jetzt nochmal anstellen, nochmal Salz nachfüllen und Klarspüler. Vielleicht klappt es ja, wenn ich schnipse. Ey, ich kann auch nicht mehr richtig schnipsen. Jetzt. Hat geklappt. Die Wäsche ist fertig. So, wie ist das bei euch? Also wir haben ja gestern neue Pullover gekauft für mich. Also so Sweatshirt, ganz dünne Pullover. Und ich war gerade draußen und der Wind war wieder so stürmisch und habe erstmal den ganzen Müll rausgebracht. Genau, wollte ich mal von euch wissen, ob ihr die Sachen erst durchwascht und dann anzieht, die neuen Sachen, oder direkt anzieht. Weil bei einigen habe ich gesehen, die ziehen das sofort an. Das finde ich nicht so schön. Also ich finde, man sollte es einmal unbedingt mal durchgewaschen haben, oder? Was meint ihr? Ich mache das immer so, dass ich das Toilettenpapier hier immer stapel. Und dann braucht man sich einfach nur eine Rolle nehmen. Ich finde das irgendwie viel schöner, als wenn das da so in der Ecke rumsteht. Und ja, genau, so sortiere ich das dann halt ein. Passen immer drei Rollen nebeneinander. Und dann verteile ich das dann halt auf die jeweiligen Etagen. Dann werde ich mich jetzt gleich ans Mittagessen machen und
Dann hoffe ich, dass die Geschirrspülmaschine bald fertig ist. Wir haben nämlich keine Gabel mehr. Sonst müssen wir ganz Mini-Gabeln benutzen. Ganz kleine Mini-Gabeln. Ja, und ansonsten wollte ich heute noch so ein bisschen da mal rumwuseln, aufräumen, da mal einen Schrank ein bisschen so die Unordnung beseitigen und da mal so ein bisschen was machen. Mal schauen. Aber erst muss ich das Video noch fertig bearbeiten. Ist jetzt hochgeladen und dann muss man ja Thumbnail und Beschreibung, Text und was weiß ich alles machen. Genau. Ja, dann sehen wir uns gleich. So, ich schneide jetzt die Putenstreifen und werde meine neue IKEA-Schale benutzen. Und werde die ein bisschen marinieren mit Sojasauce. Und dann soll das noch ein bisschen ziehen im Kühlschrank. Das werde ich jetzt tun. Und genau, derweil brate ich dann das Gemüse schon mal so ein bisschen an. Und koche die Mienudeln. Richtig. Ich bin mal auf das Fleisch gespannt. Wir haben jetzt ja so ein neues Fleisch. Das möchte ich einfach mal ausprobieren, ob das halt anders schmeckt, weil wir diese Sorte noch nie genommen haben. Ja. So, jetzt habe ich das Fleisch mariniert und lasse es ein bisschen darin ziehen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Fleisch brate. Genau. Gemüse habe ich. Moment. Gemüse habe ich. Habe ich die denn? Da ist er. Gemüse habe ich hier bei einer Gemüsemischung. Moment. Eine Gemüsemischung. Die ist noch bis zum 18. und das ist in 2 Tagen. Also dürfte das ja in Ordnung sein. Das sind Möhren mit dabei und Sojasprossen. Genau, und Zwiebelscheiben, alles schon vorbereitet. Und das brauche ich jetzt einfach nur in die Pfanne geben und ein bisschen braten. Genau, und die Nudeln aufsetzen und das Fleisch dann später braten. So, Essen ist fertig, sieht richtig lecker aus. Bin mal gespannt, ob es schmeckt. So, Essen hat wohl ganz gut geschmeckt. Ja, Kind kann immer nicht sehr sauber essen. Egal. Auf jeden Fall bin ich von dem Rezept richtig gut angetan und das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee für den Koch- und Backkanal. Mal schauen. Ja, ich muss jetzt gleich dieses Chaos hier beseitigen vom Kochen und Spülmaschine ausräumen. Die ist jetzt durchgelaufen und es sieht, wenn ich es mal so anfasse, dann ist es immer, also immer ist dann so ein komischer Film da drauf, wenn das nicht genug Salz ist oder... Weiß ich nicht, aber ich glaube, jetzt ist es gut. Ja. Hoffen wir mal. Genau, das wollte ich euch nochmal zeigen. Thomas hat gestern ja, schöne Waffeln gemacht. Da sind, glaube ich, nur 50 Gramm Zucker drin oder so. 80 Gramm, 80 Gramm auf. Ich Zucker. Weiß gar nicht, wie viele Waffeln es waren. Ja, das waren einige Waffeln. Ich weiß nicht, 15 Waffeln bestimmt bald. Ja, und wir haben die jetzt schön getoastet im Toaster. Und... ja, die kann man jetzt richtig gut noch essen. Schade drum. So, meine Lieben, ich mach mal Licht an, es ist so dunkel hier. Ja, so, meine Lieben. Wir haben es jetzt 10 vor 4. Ich werde jetzt gerade noch die Wäsche... oh, ich freue schon mal. Ich werde jetzt gerade noch die Wäsche wegpacken. Und also einen Schrank packen und werde mir den Hund schnappen, weil der ist oben bei Julia. Und dann werde ich mit dem Gassi gehen und dann kommt noch um 5 eine Premiere. Genau, und was noch? Sonst eigentlich nichts weiter. Muss ich noch einen Berg Wäsche machen und Thomas kommt gerade runter aus dem Büro. Erster Arbeitstag. Juhu! Ja. Nee, ich wollte gerade das Video heute beenden. Da ist er. Ja, und wie ist der erste Arbeitstag? Genauso wie der letzte aufgehört hat. Hier bin ich. Ja, da bist du. Ich
Ja, so ziemlich. Vorher hat man versucht, alles fertig zu kriegen und jetzt muss man alles nacharbeiten. Also von daher so ähnlich, ja. Aber der Urlaub hat sich doch voll gelohnt, oder? Er hat sich gelohnt, voll gelohnt. Da hätte er noch ein bisschen anders laufen können, aber er hat sich gelohnt. Ja. Naja gut, dann wisst ihr Bescheid und dann würde ich heute hier das Video beenden. Sonst ist einfach nichts los. Ja, tote Hose hier. Ja gut, dann meine Lieben, ich hoffe, dass euch der Vlog gefallen hat. Und wenn ja, dann ein Däumchen, wisst ihr ja schon. Und einen netten Kommentar, das mögen wir immer sehr. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.